Ja, willkommen zu einem neuen Video des JavaFX Kurses und heute möchte ich euch ganz kurz einmal das Interface Property vorstellen, was wir in den nächsten Videos ziemlich häufig brauchen werden. Gut, allerdings um das möglichst gut zu machen, möchte ich die Vererbungshierarchie davon zeigen, also nicht nur das Interface Property an sich, sondern auch von welchen Interfaces das erbt. Und das ist auch der ganze Inhalt dieses Videos. So, das alleräußerste Interface ist javafx.beans.observable. Übrigens alle Interfaces, die was mit Properties zu tun haben, liegen so ziemlich im Package javafx.beans. Observable ist einfach irgendetwas, was man beobachten kann, kann man sich so vorstellen. Was das für die Methoden bedeutet, kommt im nächsten Video. Dann gibt es als weiteres Interface, was von diesem hier halt erbt, die Observable Value. Das ist halt ein Wert, den man beobachten kann. Beim Observable an sich weiß man ja nicht, ob das ein Wert ist oder ob das einfach irgendwas ist. Aber bei einer Observable Value muss es unbedingt einen Wert haben. So. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Sorte der Properties, die ich schon mal kurz vorgestellt hatte. Und zwar ist das die Read-Only Property. Das ist halt ein Wert, der wie eine Property funktioniert, aber den man halt nicht setzen kann. Und wenn man diesen Wert dann setzen will, dann nimmt man halt das Interface javafx.beans.property.property. Und das ist auch das, was wir am häufigsten zu Gesicht bekommen, so eine komplette Property quasi. Und dann gibt es auch noch manchmal den Fall, dass wir ein Read-Only Property bekommen, aber den Fall, dass wir ein Observable Value oder nur ein Observable bekommen, ist ziemlich selten. Gut, das war's dann mit der Hierarchie vom Interface Property. Im nächsten Video geht es dann um die Methoden und bis zum nächsten Mal.